Der Schwarzwald, ein Paradies für Wanderer und Freunde der Natur. Er ist einer der wenigen Orte Deutschlands, in der sich die Natur noch ungestört ausbreiten kann. Dies erkennt man nicht zuletzt an der riesigen Artenvielfalt der Tier- und Pflanzenwelt. Und das wohl interessanteste für uns Astrofotografen ist, der Nationalpark Schwarzwald hat einen extrem dunklen Himmel, in dem man die Milchstraße mit bloßem Auge erkennen kann. Und heute werde ich mir genau diesen dunklen Nachthimmel zunutze machen und eine Galaxie fotografieren, die 24 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde der Astrofotografie. Heute gibt es wieder einen weiteren Astro-Vlog. Und zwar möchte ich heute mit diesem Teleskop hier M106 fotografieren. Das ist eine wunderschöne Spiralgalaxie. Und es werden noch andere Galaxien im Hintergrund sein, das werdet ihr aber später sehen. Also alles in allem wird es ein wunderschönes Bild werden, hoffe ich, wenn alles funktioniert. Denn heute ist es ziemlich windig und ich bin wieder an dem Ort, den kennt ihr wahrscheinlich noch von meinen früheren Vlogs, wo das große Windrad hier hinter mir steht. Da wir momentan noch Februar haben, wird es in solchen Höhen noch extrem kalt, weshalb ich auch extrem warm angezogen bin. Ich hoffe, das reicht. Also ich habe jetzt bestimmt 4 Pullover noch an unter der Jacke hier. Ich werde heute auch nicht allein fotografieren. Später kommt noch ein Kollege mit einem ähnlichen Setup wie meinem. Das werdet ihr aber später sehen, hoffe ich. Ich hoffe, dass er kommt, sonst muss ich heute alleine fotografieren. Wenn alles nach Plan läuft, werde ich später noch meinen kleinen Iopron Sky Guider und meinen Sea Life Star aufbauen und damit die Bodis- und Zigarrengalaxie fotografieren. Falls es aber zu windig werden sollte, werde ich wahrscheinlich mein großes Teleskop abmontieren und das kleine Sea Life Star auf die HEQ 5 Pro montieren, denn dieses ist viel, viel weniger anfällig gegen Wind. Ja, drückt mir die Daumen, dass alles glatt läuft und viel Spaß bei diesem Astrovlog. Der Wind war wirklich stärker als gedacht und eisig kalt. Die umliegenden Bäume brachten nur wenig Schutz. Doch wie sagt man so schön? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Mittlerweile habe ich mir eine kleine Box für meinen transportablen Akku zugelegt, damit dieser zumindest ein wenig vor der Kälte und der Luftfeuchtigkeit geschützt ist. Während ich die Spiegel meines Teleskops mit dem Laser ausrichtete, traf auch mein Astrokollege vor Ort ein. Ja. Echt? Also ich schwitze gerade überall. Ich habe mich, glaube ich, zu warm angezogen. Das ist echt ein
Das stinkt uns. Ja. Ich habe mir jetzt einen Off-Axis-Guider zugelegt, weil das Guidescope einfach zu kurz war von der Brennweite her. Weißt, das hat ja 800 mm und das Guidescope nur 120. Und das hat man auch echt gemerkt. Also das Guiding war halt nicht so gut. Und ich habe den Off-Axis-Guider jetzt einmal ausprobiert auf dem Balkon. Und da war es eigentlich schon nicht schlecht. Ey, das war ein übelster Krampf, die Kamera und die Kamera gleichzeitig in den Fokus zu bringen. Das ist der größte Nachteil bei einem Off-Axis-Guider. Das macht man zwar einmal. Genau, genau. Also ich hoffe, dass es sich nicht verstellt hat. Das wäre schlecht. Vielleicht habe ich mir aber einfach nur blöd angestellt. Es macht einfach viel mehr Spaß, wenn man die kalte Astronomienacht nicht alleine verbringen muss. Und die Ausrüstung meines Astro-Kollegen ist übrigens auch nicht ohne. Er besitzt die gleiche Montierung wie ich, die HEQ 5 Pro, hat allerdings ein Skywatcher-Newton darauf montiert. Dieses Skywatcher-Newton ist mit F5 nicht ganz so lichtstark wie mein F4-Newton, ist dafür allerdings deutlich einfacher zu kollimieren. Außerdem lässt es die Deep-Sky-Objekte mit 1000 mm Brennweite noch einmal ein ganzes Stück größer auf dem Bild erscheinen. Da unsere Ausrüstung nun aufgebaut war, mussten wir nur noch auf den Einbruch der Dunkelheit warten. Auch wenn es wieder ein wunderschöner Sonnenuntergang war, stellte sich schnell heraus, dass mit dem Hereinbrechen der Nacht der Wind nicht weniger werden würde. Dies machte das Fotografieren mit meinem Newton quasi unmöglich, da die Größe des Teleskops eine gute Angriffsfläche für den Wind war. Glücklicherweise war die Nacht dennoch nicht verloren, denn im Hintergrund wartete gespannt das Zenithstar 61 auf seinen Auftritt. Dieser kleine Refraktor bot viel weniger Angriffsfläche für den Wind, sodass er von der HEQ 5 Pro auch mit Wind problemlos nachgeführt werden konnte. Als Ziel für dieses kleine Teleskop wählte ich die Bodis- und Zigarrengalaxie. Und was soll ich sagen? Obwohl die Belichtungszeit für das folgende Bild nur etwa 2 Stunden beträgt, hat das Zenithstar 61 nicht enttäuscht. Mein Begleiter hatte leider nicht die Möglichkeit, auf ein kleineres Teleskop umzusteigen, weshalb er letzten Endes mit seiner Canon-Kamera und einem Weitwinkelobjektiv fotografierte. Dabei entstand dieses wunderschöne Bild. Falls ihr noch mehr Content von ihm sehen möchtet, dann schaut mal bei seinem YouTube-Kanal vorbei. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Nun hatte ich zwar eine tolle Aufnahme von der Bodis- und Zigarrengalaxie gemacht, jedoch hatten meine Patreons für die Galaxie M106 abgestimmt. Und diesen Wunsch wollte ich ihnen unbedingt erfüllen. Deshalb fuhr ich in der nächsten klaren Nacht noch einmal hinaus, um diesmal das richtige Ziel abzulichten. Falls ihr übrigens auch mitbestimmen möchtet, was ich als nächstes fotografieren soll, dann schaut mal auf meinem Patreon-Account vorbei. Den Link dazu findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Dieses Mal war es absolut windstill. Perfekte Bedingungen für Astrofotografie. Musik
Nachdem ich mein Teleskop aufgebaut hatte, musste ich nur noch auf die Dunkelheit warten. Diese wurde angekündigt durch den hellsten Stern am Nachthimmel, Sirius. Er ist der Vorreiter für das Meer aus Diamanten, das kurz darauf am Himmel erstrahlt. Hey Leute, ich habe jetzt mein Teleskop ausgerichtet. Ich muss sagen, das Guiding läuft, oder lief zumindest, richtig gut. Jetzt sind gerade ein paar Ausschläge in der RA-Achse drin, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Das fängt sich vielleicht auch wieder. Ich habe die jetzt so geframed, die Galaxien, dass alle drin sein müssten. Sobald das Bild mal gemacht wurde, kann ich auch schauen, welche Galaxie wo ist. Da gibt es ja so eine Funktion, die zeige ich euch gleich. Ich habe jetzt mal 2 Minuten Belichtungszeit eingestellt pro Bild. Das sollte auf jeden Fall machbar sein. Und ich bin echt mal gespannt, Leute. Ich bin echt mal gespannt, was hier dabei rauskommt. Ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Im Hintergrund seht ihr ein paar Sterne. Zum Beispiel Sirius ist da, glaube ich. Vorher hat jemand mit dem Auto angehalten und hat gefragt, was ich hier mache, weil er halt mein Teleskop gesehen hat. Und ich habe ihm dann gesagt, ja, ich fotografiere hier. Und er hat gefragt, was ich fotografiere. Dann habe ich ihm ein paar Bilder auf meinem Handy gezeigt. Und er war natürlich total begeistert. Er war auch voll nett. Also, der hat hier in der Nähe irgendwie ein Grundstück. Er hat auch gesagt, ich kann auch in der Nähe von seinem Grundstück fotografieren, ist gar kein Problem. Also ja, er war sehr freundlich. Noch 8 Sekunden, Leute. Ich bin echt gespannt. 4 Sekunden, 3, 2, 1. Wow, okay. Okay, wir haben einen leichten Gradienten drin. Ich weiß jetzt nicht genau, woher das kommt. Vielleicht von den Lichtern, also vom Dorf. Aber das sieht Hammer aus. Guckt euch mal die Galaxie da unten an. Wahnsinn. Wahnsinn, man sieht jetzt schon richtig gute Details. Da unten ist ein kleiner Satellit durchs Bild geflogen. Und ich habe wohl ein Staubkorn drin, sehe ich gerade da oben. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Kriegt man mit Flats gut raus. Der Fokus sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Da oben ist ein relativ heller Stern. Ja, sieht gut aus. Also da ist rechts oben so ein leichter Gradient, wenn ihr den sehen könnt. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, den kriegt man auch mit Flats raus. Ich weiß jetzt nicht, woher das kommt, aber ich zeige euch mal kurz, welche Galaxie wo ist. Hier sieht man es. Also da unten, das ist M106, das Hauptziel heute. Und ich habe jetzt das so geframed, dass rechts oben NGC 4217 noch zu sehen ist. Und das sind auch noch einige andere Galaxien im Bild, so wie ihr sehen könnt. Also das wird bestimmt ein richtig gutes Bild, sobald es mal fertig ist. Ich freue mich schon so drauf. Ich freue mich schon echt. So, ich fange jetzt an mit dem Autorun und dann geht's weiter. Zum Schluss möchte ich noch meinen Patreons für ihre Unterstützung danken. Pascal, René Ertel, Astro Lars, Matthias K., André Meuche, Billoy und Benedikt. Vielen Dank, ihr seid spitzenmäßig. Und an alle anderen vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Und wenn ihr Fragen zum Video habt, dann schreibt einen Kommentar unter dem Video. Damit verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal und klare Nächte, euer Patrick.